Hallo Leute, hallo YouTube. Diesmal geht es wieder um die Blume des Lebens. Da gibt es Leute, die zeichnen da Sechsecke ein. Oder einen sechsstrahligen Stern. Das Hexagramm nämlich. Oder auch bekannt unter dem Namen Davidstern. Oder andere zeichnen Dreiecke ein. Und sagen dann, ein Wunder. Ja? Es ist ein Wunder, aber in Anführungsstrichen. Jetzt zerlegen wir mal die Blume des Lebens in die einzelnen Segmente. Das sehen wir hier. Am Rand sind 18 rote Segmente. Dann gibt es 54 von diesen dreieckigen Dingern. Und es gibt 72 von den blauen Blütenblättern, wie ich sie mal nennen. Und all diese Zahlen haben eine Sache gemeinsam. Sie sind durch 6 teilbar, wie man hier erkennen kann. Aber 6 ist natürlich auch durch 3 teilbar. Und 3 ist eine der wichtigsten Zahlen in der Geometrie überhaupt. Und auch in der Mathematik. Denn das kleinstmögliche Polygon, was es gibt, ist ein Dreieck. Und der Sechseck ergibt sich nämlich daraus. Man kann aus Dreiecken nämlich ein Sechseck konstruieren. Und man kann auch aus Vierecken und Dreiecken ein Sechseck konstruieren. Ja, und ein Viereck ist zum Beispiel das kleinste gradzahlige Polygon. Also, warum da eben Dreiecke, Vierecke und Sechsecke drinstecken. Und das Vielfache von denen ist hiermit hoffentlich verstanden. Dann wünsche ich allen einen schönen Tag noch.